Herzlich willkommen zum Lacktausch. Heute im Deep Forest mit dem Daily Race B. Und das Ganze absolvieren wir auf dem Porsche 911 RSR von 2017. Das Rennen habe ich im Dezember 2023, kurz vor Weihnachten, am 22.12. aufgezeichnet. Und wir sind unterwegs damals gewesen, noch in der Wertungsgruppe D. Also kommt hier nicht durcheinander, gibt hier ein paar Rennen aus der Wertungsgruppe C, dann wieder B, dann wieder C. Ihr wisst, wie es ist. Und wir haben uns hier demzufolge eine gute Startposition erfahren können. Jetzt geht's aber erstmal los ins Rennen. Wir sind auf Position 3 hier gestartet und wollen zusehen, dass wir diese Position nicht schon in der ersten Kurve abgeben. Hier sind schon die ersten beiden Fahrer mal kurz geghostet. Da hat der Führende etwas zu hohe Ambitionen im Kurveneingang gehabt, würde ich meinen. Und so sind wir jetzt alle ziemlich dicht beieinander. Da muss man natürlich richtig dolle Acht geben, dass es hier nicht zu ersten Kontakten und vielleicht sogar Unfällen kommt. Insofern krallen wir uns ans Lenkrad und versuchen hier eine saubere Linie zu fahren und möglichst auch noch nicht uns neben einen Fahrer zu setzen. Wir bleiben ganz, ganz eng dem BMW auf den Fersen. Der nimmt hier allerdings die Leitplanke mit, sodass wir ihn elegant überholen können, ohne einen Lacktausch auszuführen. Und jetzt gehen wir auch schon hier auf die lange Gerade mit den wunderschönen Tunnels. Ja, das sind wunderbare Lichtverhältnisse, gerade in VR macht das natürlich richtig Spaß. Wir müssen aber leider feststellen, dass sich der Führende hier schon richtig gut von uns abgesetzt hat. Das ist natürlich alles andere als erfreulich. Wir müssen uns jetzt hier langsam wieder ranarbeiten, zusehen, dass wir hier nicht unnötig an Boden verlieren, möglichst schnell wieder in seinen Windschatten kommen. Das ist uns hier auf der langen Geraden, sage ich mal, zu dieser Vollgas-Sektion leider nicht vergönnt. Da sind wir doch weit außerhalb des Windschattens. Wir haben aber natürlich den Vorteil, dass die Fahrer hinter uns auch haben abreißen lassen müssen auf uns selbst. Insofern haben wir hier auch keine akute Gefahr zu befürchten von den hinter uns liegenden Fahrern. Wir haben uns also jetzt hier schon wunderbar situiert und festgefahren auf dem zweiten Platz. Anfang der zweiten Runde, da sollte sich das Feld auch einigermaßen sortiert haben. Und das hat es nunmehr. Insofern gehen wir jetzt doch mal die Aufgabe an, hier an den Führenden aufzuschließen und uns möglichst schnell in seinen Windschatten vorzuarbeiten. Denn das ist super wichtig, wie ihr wisst, gerade auf Strecken, die längere gerade Auspassagen bzw. Vollgaspassagen haben. Da ist Windschatten einfach Gold wert. Das haben wir hier leider immer noch nicht geschafft. Wir sind noch zu weit weg, das ist schade. Uns bleiben nicht allzu viele Runden, es ist wie gesagt nur ein Daily Race B. Also da müssen wir jetzt hier schon mal richtig die Zähne zusammenbeißen und ordentlich auf die Tube treten. Er ist etwas größer geworden, der Führende. Wir konnten schon ein kleines bisschen aufschließen, würde ich meinen. Und wie ihr seht, in VR ist einem leider auch nicht die Anzeige der Delta-Zeiten vergönnt. Wir sind hier so ein bisschen im Blindflug unterwegs. Wir können in den Rückspiegel schauen, das ist klar, da sehen wir, dass hinter uns nicht viel los ist. Wir sehen allerdings nicht so ganz die Entwicklung der Zeiten auf unseren Vordermann. Ob wir da nun wirklich Zeit gewinnen oder verlieren, das können wir nur nach dem Augenschein beurteilen. Wir sind jetzt bereits in der dritten Runde. Und ich präsentiere euch dieses Rennen ohne jeden Schnitt. Das gibt es diesmal in voller Länge. Das kann man im Daily Race B sich natürlich auch mal leisten. Das ist ja nicht allzu lange. Ansonsten in einem Daily Race C, da möchte ich mir ehrlich gesagt nicht den Mund fusselig reden während eines 20-Minuten-Rennens. Und das wird dann vielleicht für euch auch im Laufe der Zeit ein wenig langweilig. Ich denke, so zwischen 10 und 15 Minuten ist immer ein ganz guter Zeitrahmen für so ein Rennen, um das hier auf YouTube zu präsentieren. Wenn es mehr wird, dann dann wird es doch ein bisschen dröge. Also, wir können jetzt allein anhand des Augenscheins beurteilen, dass wir offensichtlich ordentlich Zeit auf den Führenden aufgeholt haben. Der ist seines Zeichens unterwegs
im Ford GT LM Race Car Spec 2. Und das verfügt über ordentlich Topspeed. Das ist natürlich für uns von Nachteil. Wir sind aber jetzt im Windschatten und können den nutzen. Also hier können wir ein klein wenig den mangelnden Topspeed, den wir selber haben, kompensieren, indem wir eben den Windschatten nutzen. Können wir hier sehen, dass wir ordentlich dranbleiben und nicht abreißen lassen müssen. Wir nehmen diese Kurve nicht ganz so elegant wie der Vordermann, aber das ist noch kein großes Problem, solange wir im vielbesagten Windschatten bleiben. Es ist eine ziemlich dramatische Geschichte hier, denn wie ihr seht, hinter uns ist Langeweile angesagt, ne? Da tut sich nicht wirklich was. Aber wir kämpfen hier mit dem Ford. Und es gilt hier richtig ordentlich Druck aufzubauen. Noch hat er, glaube ich, keine schweißnassen Hände. Also noch kann er recht entspannt fahren. Aber diese Kurve hat er ein klein wenig versemmelt. Und jetzt sind wir hier im Windschatten. Aber der Ford GT hat ordentlich Topspeed. Also wir merken, der zieht uns hier davon. Obwohl wir im Windschatten sind, kann er tatsächlich seinen Vorsprung wieder etwas ausbauen auf der langen Geraden. Entschuldigung, aufbauen kann er auch so einiges, aber auf der langen Geraden baut er seinen Vorsprung etwas aus. Er hat aber in den Kurven einen gewissen Nachteil. Das ist für ihn jetzt nicht allzu schlimm, denn wie ihr seht, können wir hier nicht wirklich attackieren in den Kurven. Und die wenigsten Kurven auf dieser Strecke sind auch wirklich dafür geeignet, da sauber zu überholen. Das wird eine schwierige Angelegenheit, würde ich meinen. Wir sind jetzt auch schon in der vorletzten Runde. Also wir müssen hier wirklich sehen, dass wir näher rankommen. Wir müssen ihm jetzt eigentlich direkt an der Stoßstange kleben, wenn das noch was werden soll. Aber es will uns nicht so richtig gelingen und er zieht immer wieder davon. Wir sehen hier so ein bisschen so einen Gummiband-Effekt. Zumindest sieht es danach aus. Also wir kommen in den Kurven ran, auf den Geraden zieht er wieder davon. In den Kurven kommen wir wieder ran, so wie hier. Und dann zieht er wieder davon. Also es will nicht so recht gelingen. Und diese Kurve ist natürlich jetzt auch nicht so richtig der Favorit zum Überholen. Hier könnte man reinstechen, aber das wäre hier natürlich ein kompletter Bombdive geworden, wenn ich das hier probiert hätte. Also das wollen wir dann auch wieder nicht. Man will ja auch nicht riskieren, hier den Führenden und den Zweitplatzierten gleichzeitig aus dem Rennen zu nehmen. Und insofern müssen wir uns in Geduld üben. Irgendwann wird schon unsere Gelegenheit kommen und vielleicht baut er ja doch noch einen gravierenden Fehler ein, der es uns ermöglicht, an ihm vorbeizuziehen. Und wieder einmal sind wir hier ganz dicht dran in dieser Spitzkehre, aber er zieht auf der Geraden wieder davon. Es ist zum Mäusemelken. Wir kriegen hier einfach keinen richtigen Zugriff und wir fahren jetzt schon auf die letzte Runde zu. Jetzt beginnt die Runde 6 von 6 und wir haben hier noch nichts erreicht, ja, also noch wirklich gar nichts. Wir fahren hier ein verzweifeltes Rennen gegen den Ford GT und lassen hier so langsam aber richtig abreißen. Der kann sich jetzt hier schon so ein bisschen entspannen, ja, also von Druck kann hier mittlerweile keine Rede mehr sein. Und da kann man ihn natürlich auch nicht so richtig zu einem Fehler zwingen. Das ist schwierig, wenn man so einen Abstand hat und er weiß selber, naja, wenn ich die nächsten ein, zwei Kurven nicht ganz sauber anfahre, dann ist das nicht so wild. Dann kommt der Porsche vielleicht ein bisschen näher, aber bis der überholen kann, da muss noch so einiges passieren. Und das ist richtig, da hat er absolut recht. Jetzt sind wir schon wieder relativ nah, ja, 4-5 Autolängen. Aber wir gehen wieder auf die Gerade und er zieht uns wieder davon. Also das ist dann einfach der Nachteil des Porsche, der mangelnde Topspeed. Ja, so sehr ich dieses Auto liebe, aber der Ford, der kann hier ganz klar auftrumpfen. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also erwischt der wirklich jedes Mal den Kurvenausgang so viel besser? Ich glaube nicht. Also es ist scheinbar wirklich der höhere Topspeed des Ford, der hier der große Vorteil des Fahrers vor uns ist. Und wie ihr seht, kann der seinen Vorsprung hier gemütlich nach Hause fahren. Er überquert nunmehr die Zielgerade, hat seinen Sieg eingetütet und wir gehen als Zweitplatzierter über die Linie. Aber wie ihr schon an meiner direkten Reaktion seht,
Ich bin trotzdem zufrieden und ich bin der Meinung, wir können alle zusammen sehr zufrieden sein mit diesem Rennen. Das haben wir souverän gefahren, da kann man überhaupt nicht meckern. Das ist sauber über die Bühne gegangen, wir haben uns hier auch zu nichts hinreißen lassen. Meistens waren wir auch wirklich viel zu weit weg, selbst für einen Bomb-Dive waren wir zu weit weg. Und dann nehmen wir doch mal einfach diesen zweiten Platz mit und seltenes Ereignis, ja, Fastest Lap und Clean Race, 2 Sterne gleichzeitig, das erleben wir äußerst selten und das kann man ja auch feiern. Insofern, wir sind zufrieden, wir nehmen den zweiten Platz gerne mit, das Podium und die Punkte und damit entlasse ich euch wie immer in die Nacht, macht es gut, bis bald und tschüss.